Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren actiongeladenen Sendung von Let's Fail mit mir. Das gibt's heute. Nee. Jetzt ernsthaft. Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren actiongeladenen Folge von Let's Play Super Mario Bros. Von Super Mario Bros. The Lost Levels. So, jetzt habe ich mal die Einleitung beendet. Das ist super, schon bei Minute 25 ungefähr. Das zu schaffen und zu sterben ist noch besser. Oh mein Gott, was ist das für ein doofes Level? Wie Piranha. Hallo, fliegendes Oktopusvieh. Oktopussi natürlich. Ja, wir sind hier natürlich wieder bei Super Mario Bros. The Lost Levels, wie ich ja schon eingangs erwähnt hatte. Und wir fliegen da und runter und das ist aber nicht so schlimm, denn wir können ja Save State setzen und das ist ja das Coole jetzt so halt daran. Wann wisst ihr? Wow, wow, wow. Okay. Ich glaube, wir sind hier in einer Endlosschleife gefangen. Ich glaube, wir müssen hier rauf. Und das Blödeste ist, mein PC macht merkwürdige Geräusche. Ich hoffe, er schmiert nicht dauernd ab. Denn vorher hatte ich, sagt's mir Leute, Minecraft gespielt. Und ich bin circa 10-mal aus dem Server geflogen, also Minecraft Multiplayer. Und ja, ich werde euch den Server erstmal nicht sagen. Ha, da bin ich böse. Denn wie schon gesagt, plane ich es sowieso ein, bevor jemand fragt. Und ich fliege da und runter. Das ist ganz schön. So, komm schon, Koopa. Bam, bam, bam. Luigi Power. Sollen wir da rein vielleicht? Yeah, ich hab's erraten. Oh mein Gott, bin ich klug. Luigi, renn, Luigi. Guter Luigi. So, und das ist das ganze Level. Ich hoffe ja, denn ich hasse solche Labyrinth-Level. Woo, Luigi again. It's a me again. It's a Luigi. Woohoo. Ja, also wie schon gesagt, Minecraft stürzt ab, mein Computer macht komische Geräusche und andere komische Dinge, die gar nichts mit Mario zu tun haben, sind bei mir in letzter Zeit passiert. Generell passieren nicht sehr oft Dinge, die was mit Mario zu tun haben in meinem Leben. Außer das Let's Play hier vielleicht. Wow, wow, wow. Boah. Alter Mann, Klempner-Typ, rennen. Rennen. Lalalala. Dup, 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 dup. So. Wow, 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 wow. Übrigens kann ich ja schon mal verraten, das ist. Ab morgen werde ich ein neues Projekt aufnehmen. Was das denn sein wird, werdet ihr dann schon noch zeitig erfahren. Ich weiß es nicht, wann der erste Part hochgeladen wird. Aber das wird schon irgendwann in nächster Zeit kommen. Und. Hilfe. Ja, das auch. So, Oktopussi. Oktopussi übrigens, weil sie rosa ist. Und ich glaube, kaum, dass männliche Oktopus rosa trägt. Oh yeah. Auch wenn das Oktopus sich höchstwahrscheinlich nicht aussuchen können, welche Farbe denn ihre nicht Fell, ihre Schuppenhaut hat. Aber trotzdem ist sie eine Pussy. Ende der Diskussion. So, jetzt haben wir auch dieses Level beendet. Dieses dermaßen merkwürdige Level. Die Level werden ja immer absurder hier. Verstehe schon, wieso sie es den Europäern nicht aufdrücken wollten. Denn sie sind ja sehr vorsorgend, die lieben Japanerinnen und Japaner. Und deswegen, boah, haben sie sich gedacht, ach, die armen Europäer, die haben schon genug Probleme da drüben. Und ich dachte schon, jetzt wäre das Programm abgestürzt. Ja, aber egal. So, jetzt habe ich, war nämlich unsicher, ob ich hier in Safe Stack gesetzt habe, deswegen habe ich jetzt nicht gelarrt. Denn, ja, das habe ich nicht getan. Ich habe nicht geladen. Und wir sind wieder im Bowser's Castle, Baby. Und wir werden von allerlei Feuerkugeln bombardiert. Das ist nicht so schön. Wow, Luigi, du hast mehr Skill als Mario und das muss was heißen. Und wenn das schon in Level im Welt 4 so schwierige, möchte ich mal sagen, Ausmaße annimmt das Spiel, da möchte ich nicht wissen, wie das letzte Level dann aussieht. Aber ich möchte mir echt Sorgen um meinen PC, der ist heute echt laut und
Das wäre jetzt ja blöd, wenn die jetzt abkacken würde in den nächsten Tagen. Ja, das wird ziemlich blöd. Denn in den Osterferien habe ich auch nicht allzu viel Zeit aufzunehmen, weil ich da für 3 Tage mal nicht im Hause bin, nicht mal im Lande. Nicht mal in, okay, in der EU bin ich noch gerade, nämlich in Schweden und für 3 Tage in Stockholm. Auf jeden Fall habe ich da dann auch keine Zeit zum Aufnehmen. Aber ihr könnt mich ja besuchen, wenn ihr wollt. Ich meine, Stockholm ist ja nicht so groß und habt ihr das gesehen? Da hat mich irgendwie nichts getan, der Feuerball. Und wenn ihr denn zufällig genau an denselben Tag nach Stockholm kommt wie ich, dann könnt ihr mich ja mal besuchen. Wenn ihr denn wollt. Auf jeden Fall habe ich da dann auch nicht so viel Zeit und das ist dann ziemlich blöd. Das ist dann nämlich ziemlich blöd, wenn jetzt mein Computer abkacken würde, um wieder mal zum Thema zurückzukommen. So, jetzt habe ich schon ein bisschen weit ausgeholt. Ja, wir werden ja, wie schon gesagt, von allerlei Feuerbällen beschossen und sterben dabei auch manchmal gerne. So, jetzt muss ich jetzt hier rüber, kleiner Luigi, klein Luigi, Mann. Wow, Luigi, Luigi! Luigi. Okay, das ist schwer. Bosskampf, Bossfight, Baby. Oh, schade. Oh mein Gott, it's Bowser! Oh. Okay, los Luigi, go, go, go. Denk an deine Groupies, denk an deine Fans, denk an die Zuschauer und... Ein Feuerball hat uns ermordet. So, jetzt aber, jetzt renn durch! Yeah, hallo Bowser! Oh, du erwischt mich nicht. Hi, hi, hi. Yay, wir haben das geschafft. Und Luigi hat dann den Sack gefunden. Öffnet ihn und findet einen Todkugelball. Und sieht verdutzt auf die Tods nieder, die sich nun alle 3, 4, 5 zusammen gekuschelt haben. Ach, egal. Was erzähle ich hier wieder für Geschichten? Die passen auch gar nicht zum Spiel und... Es laggt auch schon Mario. Ja, wie schon gesagt, ich muss Sorgen um meinen PC. Wenn es denn auf einmal keine Videos mehr geben würde, wisst ihr ja, was los ist, wenn ihr diesen Part hier gesehen habt. Wenn ich den überhaupt noch raufladen kann. Hallo? Okay, jetzt hat er sich wieder eingekriegt. Ich glaube, ich sollte ihm mal eine Pause gönnen. Wobei ich ihn gerade mal... circa 2 Stunden laufen habe, was ja eigentlich nicht viel ist, da ich ihn ganz gerne mal auch länger laufen lasse, wegen, weil Let's Plays hochladen und so. Und naja, wie schon gesagt, ihr wisst, wo ich stecke. Falls ich auf einmal keine Videos mehr hochladen kann, ich bin nicht tot oder sowas. Aber ich glaube, da schreibe ich dann sowieso eine Bulletin von einem PC, von einem Freund aus oder so ähnliches. Oder ja, das werde ich wohl machen lassen müssen. Und das wäre aber, wie schon gesagt, arg blöd. Bevor ich jetzt dann runterfahre, kopiere ich mir lieber nochmal alle Speicherstände auf meinen 16 GB Pro USB-Stick, nachdem ich das jetzt aufgenommen habe. Und das wäre, glaube ich, nämlich das Beste. Bei den... Okay. Bei den Geräuschen, was er denn macht. Und... Dann können wir auch auf meinem neuen PC die Projekte zu Ende führen. Auch wenn ich das jetzt nicht beschwören wollte damit. Hoffentlich habe ich das auch nicht gemacht. Verdammt. Wie soll ich hier rauskommen? Wow! Verdammt. Scheiße. Jetzt habe ich mir einen super Safe State gesetzt. Erstklassig. Pole Position Safe State. Komm schon, Luigi, alter Compadre. Verdammte Scheiße. Jetzt, ich will nicht nochmal alles neu spielen. Ich probiere es jetzt so lange, bis ich jetzt hier rauskomme. Wir sehen uns gleich wieder. Ich beende deswegen nämlich kurz die Aufnahme, denn das wird ziemlich langweilig für euch. Bis gleich. So, ich habe es jetzt mal eine Zeit lang probiert, aber es hat nicht funktioniert. Also müssen wir wieder von vorne beginnen, ist ja nicht so schlimm. Oh, hier geht's weiter.
im Pilzkönigreich und ich muss schon gestehen, ein Level dieses Spiels dauert deutlich länger wie eins vom ersten Teil. Und das ist ja schon ein bisschen hilfeschreiend. Ich dachte schon nämlich, ich sterbe wieder. So, Kugelwilli, wow, Kugelwilli, hi. Piranha Bytes, Piranhas. Ja, Piranha Bytes gibt's auch. Das sind vier, falls ihr die kennt. Ja, gut. Gothic, Risen, Klingels. Ja, wenn nicht, dann nicht. Gut. Okay, okay. Okay, wir sollten wieder mal zum Spiel zurückkehren. Und nicht so blöde Sachen von Piranha Bytes daher labern. So, ich habe hier oben übrigens einen Pilz gemacht und der fliegt aber weg und das ist mir jetzt egal. Denn wir sind in einer windigen Zone gelandet. Tsunami-Gefahr. Tsunami. Tornado-Gefahr natürlich gibt es hier anscheinend. Warum wurde wohl noch keine Tornado-Warnung ausgegeben? Keinen Schimmer. Keinen Schimmer. Wuppa! Ich bin nämlich Luigi. Ja, das hat jetzt sehr viel mit dem keinen Schimmer zu tun, aber... Ach, verdammt. Luigi. Luigi, alter Kumpel. Mach mir das Leben doch nicht so schwer. Ah. Doofer Wind. Okay. Uppala. Ja, komische Ausdrücke hier live natürlich. Habe ich mir mein Wörterbuch zurechtgelegt mit komische Ausdrücke für einen Let's Player wie Luppada, Whippity, Wuhu, Fail und so Zeugs. Natürlich habe ich mir alles in ein eigenes Wörterbuch zusammengeschrieben und das hier hingelegt, damit ich die Ausdrücke nicht vergesse. Super Erklärungen an einem super schönen Tag. Übrigens, heute ist es wieder mal super schön draußen und was tut ein gepflegter Gamer an so einem wunderschönen Tag? Genau, Let's Play. Und wir sind hier mittlerweile auch schon in einem weiteren Wasserlevel angekommen. Das heißt, Luigi muss ein weiteres Mal seine Tiefseetaucherfähigkeiten unter Beweis stellen. Mal sehen, wie das denn heute laufen wird. Luigi! Schade. Okay. Kurz gespeichert habe ich es natürlich hier, ne? Und wir schwimmen weiter mit unserem kleinen Luigi. Mit seiner grünen Haube. Nicht zu verwechseln mit den Zwergen. Den hier kann ja aber so eine Zipfelmütze. Mir ist nämlich gerade kein besseres Beispiel für einen Typen mit grüner Haube eingefallen. Okay, nicht so falsch mit Kobolden. Hätte ich vielleicht singen können. Egal. Und diese Musik hier unter Wasser lädt mich immer so zum Mitsingen ein. Nicht aber, wenn ich dauernd von Oktopussis angegriffen werde. Und das ist jetzt nicht sehr schön, dass ich hier dauernd sterbe. Los, speichern. Yeah. Ich wollte nämlich schon lange auf diese Plattform hier speichern, doch ich bin immer entweder vorbeigeschwommen oder wurde von Oktopussen getötet, als ich speichern wollte auf diese Plattform. Aber, Hilfe! Wo ist die Küstenwache, wenn man sie mal braucht? Okay. Okay, komm schon, Fischi, Fischi, Fischi. Gehören die eigentlich auch zu Bowser so wie diese komischen Fische? Oder sind die einfach nur so tödlich? Übrigens, glaube ich, haben die Entwickler sehr gefallen an den Oktopussis gefunden, denn die kommen in dem Teil sehr viel öfter vor wie im letzten. Ist mir aufgefallen. Ja, Piranha von hinten, das ist schön. Whee, okay, dieser Level hätten wir auch beendet. Und ich sehe gerade, dass eine Aufnahme, so ein Render-Ding fertig ist von mir. Das werde ich jetzt kurz einstellen, dass er auf YouTube hochlädt. Und deswegen sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich.